Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Talkfreunde. Herzlich willkommen. Ah, ist das nicht herrlich? Auch hier, herzlich willkommen, Talkfreunde. Ja, auch zu Hause. Schön, dass Sie zu faul sind, umzuschalten. Herzlich willkommen bei TV Kaiser. Ja, heute wird es ganz ordentlich bei uns. Verdammt ordentlich. Unser Thema Ordnung muss sein, oder wer aufräumt, hat ein schlechtes Gedächtnis. Wir sprechen über Schlamperei, Chaos, Vergesslichkeit und Poppen. Ordnung muss ja sein. Es gibt ja ganz ordentliche Menschen, bei denen ist alles in Ordnung. Ordentliche Arbeit, ordentlicher Haushalt, ordentliche Frisur, nicht wahr? Und es gibt auch diese lustigen Chaoten, die Spaß verbreiten, aber keinen Plan haben. Jeder kennt solche Leute, ich leider nicht. Unser erster Gast, der lebt das totale Chaos. Und wie er sich durchs Leben schlammt, das erzählt uns jetzt Konrad Conny Berger. Conny? Conny, auf geht's, komm. Ja, leider. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass ich schon dran bin. Ja, Conny, bitte. Das wollten wir auch bei der Generalprobe üben eigentlich, aber da waren Sie ja nicht da, ne? Ich finde Termine halt kacke, da muss man sich immer so festlegen. Ja. Auf dem fühle ich mich wohler, der hat Flecken. Ja. Geben Sie uns jetzt noch Ihr richtiges Statement, bitte. Alter Spießer. Komm, aufstehen. Also gut. Talkfreunde, nur wer im Chaos lebt, lebt richtig geil. Conny, Sie wollten eigentlich sagen, Ordnung herrscht nur im Chaos. Ist doch wurscht, oder? Ja, da habe ich mir was eingebrockt. Oh wei, oh wei, oh wei. So, Conny, wie lebt es sich im Chaos? Geil. Ja, aha. Sie wollen es genauer wissen, was? Ja. Monster endgeil. Mhm. Weißt du, nur wer Chaos in sich trägt, kann einen tanzenden Stern gebären. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das ist halt Chaos, verstehst du? Wie leben Sie so? Wie verbringen Sie den Tag? Ich lasse den halt so kommen, den Tag. Ja? Wie es gerade so passiert. Ja. Mhm. Das Schicksal hat doch sowieso überall seine Finger mit drin. Das fängt doch bei der Geburt schon an. Oder kennst du jemanden, der sich seine Mutter ausgesucht hat? Was soll jetzt die Frage? Was weiß ich. Conny, wie sieht ein typischer Conny Cars Tag aus? Wie fängt der an? Spät. Ja? Also nie vor 1 Uhr mittags. Ja. Weißt du, Jimi Hendrix hat das auch schon so gemacht. Ja, mittlerweile steht er ja gar nicht mehr auf, ne? Was passiert nach dem Aufstehen? Dann gucke ich Bärbel Schäfer. Wie geht's denn weiter so am Tag? Mit Birte Karalus, Andreas Türk, Hans Dampfmeiser und zwischendurch verstoße ich auch schon mal ein bisschen gegen das Betäubungsmittelgesetz, je nachdem. Aha, was heißt je nachdem? Ja, je nachdem, was ich da habe. Skunk, Super Skunk, Super Mega Skunk. Und Moment, wenn Sie hier nochmal zum Gebrauch von Haschisch und Marihuana aufrufen, bekommen Sie Mega Stunk. Mit wem? Mit mir. Aber lass uns gleich nochmal reden, Anna. Ja? Immer locker bleiben, alter Spießer. Dann klappt's auch mit den Frauen. Wer sagt, dass das da bei mir nicht klappt? Hinter der Bühne alle. Die sind. Die Regie, die Techniker. Wie heißt denn deine letzte nochmal? Irmgard, oder? Nee, Ingrid. Aber das gehört ja jetzt nicht hierher. So. Talkfreunde, gehört das hierher? Naja, also mit Ingrid ist ja jetzt Schluss, aber es ist nur vorübergehend. Sie ist weg, was? Locker bleiben, locker bleiben. Wir reden hier um nichts Wichtiges, nur über Frauen. So, habe ich das so gar nicht. Gibt's denn eine Frau, die ihr Chaos aushält? Eine? Hm? Die kriegen bei mir ihren Mutterinstinkt befriedigt. Die räumen alles hinterher und sind super verständnisvoll. Echt? Und wie klappt das? Also montags und donnerstags kommt Marion, dienstags und freitags Heike und mittwochs und samstag kommt Ulla. Hm? Und am Sonntag habe ich frei. Wer räumt sonntags auf? Meine Mutter, die braucht das, sonst kommt die sich total überflüssig vor. Mutter, ein gutes Stichwort. Sie wohnen ja noch bei Ihrer Mutter. Ja, ist super praktisch. Mhm. Kein Stress, keine Miete. Ja, und im Keller habe ich mein Tonstudio. Ja, wer zahlt das? Naja, ich kriege halt meinen monatlichen Scheck von ihr. Und ab und zu helfe ich dann im Haushalt. Abspülen und so. Abspülen? Nee, dann kommt die sich total überflüssig vor. Ja.
Nee, aber ich habe da schon mal mitgeholfen, ja, als die Waschmaschine kaputt war. Klempner gespielt. Gitarre gespielt und den Klempner angerufen. Ja. Ja, weil ich bin ja Musiker, hauptberuflich. Im Stile ihres Idols Jimi Hendrix. Rebellisch, aufmüpfig, mit Elektrogitarre, wie, 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 auf dem Boden wälzen. Im Studio schon, ja. Und live? Ja, ich hatte noch nicht so wahnsinnig viele Live-Gigs. Ja, wie viele? Ja, das kann ich jetzt nicht so genau überblicken. Also grob, ja, circa einen. Toll, Freunde, Connys einzigen Live-Auftritt, den hat sich Marco Mommsen als verdeckter Ermittler für uns angesagt. Ach du Kacke. Ja, ja, undercover. Können Sie auch den Ententanz? Was? Den Ententanz. Da 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 da. Wollen Sie mich verarschen? Für einen Rockmusiker? Unverschämtheit. Ja. Mensch. Ja, das war ganz schön rebellisch. Was wird bloß Jimi Hendrix dazu sagen? Ey, das ist echt ein harter Job als Musiker. Mm. Da fängt man ganz klein an. Mm. Wenn mich da ein Talentscout sieht, bin ich morgen in den Charts. Ja. Wie oft kommt denn da so ein Scout an der Käsetheke vorbei? Ja, bisher leider noch keiner. Ah. Talentscouts, kaufen Sie Käse. Käse hat viele Vitamine. Ja. Conny, warum machen Sie eigentlich solche, ich sag mal, Konzerte? Ja, man muss am Ball bleiben. Mm. Auf der Bühne lernt man mehr als im Probenraum. Life is life, verstehst du? Mm. Also, wenn Sie uns den wahren Grund nicht nennen wollen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Danke. Mm. Dann kann ich das nämlich machen. Also, Sie wohnen noch bei Ihrer Mutter, die Supermarktkette gehört Ihrer Mutter. Ihre Mutter hat Ihnen das Tonstudio eingerichtet, die Instrumente bezahlt, die zahlt Ihnen auch noch, ja, Taschengeld. Und wenn Sie ihr nicht ab und zu den Gefallen tun und da an der Käsetheke rumklimpern, dann dreht sie Ihnen ganz einfach den Geldhahn zu, stimmt's? Ja, aber finden Sie das fair? Von Ihrer Mutter, ja. Ich meine, wenn Sie mich blamieren wollen, dann hätten Sie sie ja gleich einladen können. Ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Talk, Freunde, hier ist Connys Mutter Rosemarie Berger. Hallo, ich bin die Rosemarie Berger und mir gehört die Supermarktkette Bergers Bestes. Bei uns gibt's immer die ganze Frische zum halben Preis. Ja. Herzlich willkommen. Frau Berger, schön, dass Sie da sind. Danke. Hm. Ich habe Ihnen den Geschenkkorb in Ihre Garderobe stellen lassen. Schnorrer. So, jetzt wollen wir mal auf Ihren Herrn Sohnemann zu sprechen kommen, nicht wahr? Rosemarie, was sagen Sie zu Ihrem chaotischen Conny? Konrad, Conny eher selten. Ja, sicher, aber was sagen Sie zu dem Chaos in seinem Leben? Naja, der könnte schon mal ein bisschen mehr Ordnung reinbringen, nicht? Spießerin. Beleidigt der Sie öfter? Ach, wissen Sie, lassen Sie mal. Ja. Ich weiß schon, wie er das meint. Ja? Wie meint er das denn? Das meint er nicht so. Der Konrad, das ist eigentlich eine schlimme Wutz. Aber eigentlich auch ein guter Junge. Und er hat immer so wunderschöne Ideen. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel beim Zivildienst. Da hat er sich immer im Seniorenheim die Rollstühle ausgeliehen, damit er zum Behindertentarif ins Kino kommt. Ja, und die alten Leute? Den hat er hinterher den Film erzählt. Ist er nicht goldig? Das ist halt meine soziale Ader. Mhm. Rosemarie, Sie würden aber schon sagen, Conny ist ein toller Sohn. Naja, man kann sich seine Kinder ja nicht aussuchen, aber ich hab doch nur den einen. Mhm. Wissen Sie was? Ich muss Ihnen sagen, Blut ist dicker als Wasser. Hab ich noch nicht ausprobiert. Was könnte Conny denn in seinem Leben ändern? Vielleicht einer geregelten Arbeit nachgehen, sowas? Ja, eine Arbeitsstelle, das wäre schon was, aber
Andererseits, ach, der Conny, der ist so sensibel. Ja, ja. Herr Kaiser, hätten Sie denn nicht was beim Fernsehen für ihn? Da soll's doch immer so locker zugehen. Ey, Mama, weißt du, wann die da anfangen? Um 10. Ja, hörst du mitten in der Nacht? Ach komm schon, Fernsehen, das ist doch sowas mit Musik, das liegt dir doch, Junge. Herr Kaiser, ja? Vielleicht kann ja Conny ja mal bei der Hitparade auftreten. Können Sie denn nichts machen? Ja, den Fernseher aus. Rosemarie, Sie scheinen mir ja eine ganz tüchtige Frau zu sein, wenn Sie alleine eine ganze Supermarktkette managen. Wo kann der Conny das herhaben, dass er so strunzenfaul ist? Also von mir nicht. Ja, von seinem Vater vielleicht. Nein, der hat ja ganz klein angefangen mit einem Bauchladen. Ja. Und dann immer das Sortiment erweitert und bums, hatten wir 5 Bergers frische Märkte. Und er einen Herzinfarkt. Er hat uns aber sehr gut versorgt zurückgelassen. Die Supermärkte und 7 Mietshäuser und dann das ganze Bauland, das kommt nicht vom Rumbummeln. Aber gute Musik und gute Laune, das kommt vom Rumbummeln. Glaubst du, Jimi Hendrix würde einen erkennen, wenn er Käse gekauft hätte? Nur halt meinen Rand. Herr Kaiser, wenn ich meinem Mann nicht immer so treu gewesen wäre, ja, dann könnte man denken, das Kind wäre nicht von mir und meinem Anton. Mama! Naja, man kann sich seine Kinder ja nicht aussuchen. Ja, aber rausnehmen. Rausnehmen? Ja. Wie meinen Sie das? Ja, ach, das erzählt uns vielleicht mein nächster Gast. Talkfreunde, hier ist ein bekannter deutschsprachiger Showmaster, der gerne unerkannt bleiben möchte. Und hier ist ein bekannter deutschsprachiger Showmaster. So, lieber bekannter deutschsprachiger Showmaster, mit was möchten Sie denn Mutter und Conny Berger überraschen? Ja, hallo, liebe Talkfreunde. erstmal ein ganz herzlicher guter Abend. Ja. Ja, mehr oder weniger deutschsprachig. Lieber deutschsprachiger Showmaster, wer sind Sie? Ja, Showmaster. Ja. Ja, und Produzent von der erfolgreichsten Show im deutschen Fernsehen. Ja? Da, wo immer 7 Leute rumsitzen und Käse erzählen. Ja, früher habe ich die Leute gern überrascht, am laufenden Band. Und heute heißt es auch für Sie, Frau Berger, lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen. Kriege ich Karten für Udo Jürgens? Es ist eher etwas Persönliches. Ein Abendessen mit Udo Jürgens? Ich habe Ihnen einen Film mitgebracht, der ist schon 30 Jahre alt. Ach, wie goldig. Ja, wir haben diesen Film nach der Geburt von Ihrer Conny auf der Säuglingsstation gedreht und uns eine tolle Überraschung ausgedacht. Ja, und warum kriege ich den Film erst heute zu sehen? Ja, weil die Geschichte inzwischen verjährt ist. Ja. Film ab! Ja. Baby vertauscht. Ein großer, ein bewegender Moment, liebe Talkfreunde. Da glaubt man jahrzehntelang, seinen eigenen Sohn großzuziehen und dann ist alles für die Katz. Und wenn Sie jetzt vor Freude weinen möchten, Frau Berger, bitte in die Kamera 2. Was soll das heißen? Ja, wenn einem Wasser in die Augen kommt. Ich bin total durcheinander. Ja, das kann ich verstehen. Sowas erfährt man ja auch nicht jeden Tag. Talkfreunde, so kann es gehen. Ein bisschen Chaos im Krankenhaus und schon ändern sich die Familienverhältnisse. Kriegen wir da wieder Ordnung rein. Und was sagt eigentlich Rosemaries leiblicher Sohn dazu? Wir werden es erleben. Ja. Unendliche Weiten. Endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Mad, das intelligenteste Magazin der Welt, ist zurück. 52 Seiten Comics und Comedy mit Don Martin. Spion und Spion. TV Kaiser. Verona Feldbusch. Heft 2 jetzt im Handel. Mad. Ja. Ja, Talkfreunde, hallo nochmal. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber Ordnung muss sein. Und wer aufräumt, hat ein schlechtes Gedächtnis. Unser bekannter deutschsprachiger Showmaster, der hat vor der Pause mit einem Missverständnis aufgeräumt. Frau Bergers Sohn ist gar nicht Frau Bergers Sohn, sondern ein anderer.
Die beiden wurden für eine Fernsehshow vertauscht. Jetzt, 30 Jahre später, da kann die Sache ruhig ans Licht, denn sie ist ja verjährt. Ja, ich bin ja nicht blöd. Ja. Danke, bekannter deutschsprachiger Showmaster. Ich wette, dich hat niemand erkannt. Ja, gut. Wir sehen uns ja nachher noch am Buffet. Ja? Noch einen schönen Abend. Tschüss, ja? Ja, tschüssi. Ja, Rosemarie, Conny. Das ist aber jetzt eine Überraschung, was? Also ich verstehe das immer noch nicht ganz. Ja, Ihr Sohn, das ist gar nicht Ihr Sohn. Aber was dann? Ja, Ihre Tochter auch nicht. Verstehe ich Sie richtig? Der Konrad ist nicht mein Fleisch und Blut? Ein Teufelskreis. Ey, Moment mal. Hm? Oh, Mami, ich war doch immer ein guter Sohn, oder? Ja, ja. Kaiser, der andere, ich meine, wie ist der denn so? Den können wir fragen. Ja, liebe Talkfreunde, hier ist Frau Bergers leiblicher Sohn Hans-Hubert Wegmann mit seiner Frau Marietta. Ich bin Hans-Hubert und ich finde, Ordnung ist das halbe Leben. Los, komm, geben wir die Geschenke. Hab keine Angst mehr vor diesem Verbrecher. Ab jetzt sind wir für dich da. Aha. Los, stell mich endlich vor. Mutti, das ist deine Schwiegertochter, Marietta. Setz dich. Ja, Frau Berger, was ist das jetzt für ein Gefühl? Wenn Sie nah am Wasser gebaut sind, bitte in die Kamera 3. Oh, nicht heulen, Mama. Dafür ist Hans-Hubert zuständig. Das konnte er in der Schule schon ganz prima. Hans-Hubert, wenn Sie nah am Wasser gebaut sind, bitte in die Kamera 2. Conny, jetzt sagen Sie mal, Sie und Hans-Hubert, Sie kennen sich? Ja, klar, aus der Schule. Das war ziemlich peinlich. Ah, ich verkehre nicht mehr mit solchen kriminellen Elementen. Mein Sohn ist nicht kriminell. Natürlich bin ich nicht kriminell. Sie meint mich, Heulsuse. Erbschleicher. So, bitte, jetzt lassen wir uns doch wieder sachlich und informativ werden, ja? Conny, wie war das früher in der Schule mit Ihnen und Hans-Hubert? Ein Drama. Hm. Der hat immer sofort losgeflennt. Hm. Aber nur, weil ihr mich immer in den Papierkorb gesteckt habt. Der wäre dir erspart geblieben, wenn du uns hättest deine Hausaufgaben abschreiben lassen. Aber Herr Kaiser, ich war doch der Einzige, der die Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Er war der Einzige, der keine Freundin hatte. Er hatte massig Zeit, das verstehen Sie doch, oder? Ja, ich bin ja Talkmaster. Rosemarie, was geht jetzt wohl in Ihnen vor? Da haben Sie vielleicht den Hubert früher schon einmal gesehen. Beim Elternsprechtag, auf dem Schulhof. Da haben Sie sich vielleicht gedacht, Mensch, wenn mein Conny sich doch auch mal so ordentlich die Haare würde schneiden lassen. Und jetzt heute erfahren Sie, dass dieser brave, ordentliche Hans Hubert doch eigentlich Ihnen gehört. Darf ich auch mal was sagen? Ja, bitte. Ich meine, es ist ja alles ganz schön hier, aber ich kenne doch diesen jungen Mann überhaupt nicht. Liebe Schwiegermutti, dein Sohn ist glücklich verheiratet, er raucht und trinkt nicht und sein Lieblingslied ist der Ententanz. Und er steht in einem festen Arbeitsverhältnis. Beamter, unkündbar. Unfassbar. Mammichen, weißt du, was da auf dich zukommt? Ein Typ, der 3 Wochen lang nicht mehr mit dir redet, bloß weil du seine Hemden nicht auf Kante gebügelt hast. Ich würde niemals eine alte Frau für mich bügeln lassen. Fürs Bügeln habe ich natürlich Marietta. Wie bitte? Ich meine, ich bügle selbst. Und solche Aufgaben bitte Hans-Hubert dann alle abnehmen, Mutti. Und ich kann mich ums Geschäft kümmern. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Was? Mami, denen geht's nur um die Kohle. Unverschämtheit. Mein Mann und ich, wir sind sehr froh darüber, ein neues Mitglied der Familie kennenzulernen. Nicht wahr, Hans-Hubert? Ja, die Erbschaft ist uns vollkommen egal. Und sei sie noch so groß. Ja. Wie groß ist sie denn? Marietta, Sie demonstrieren ja jetzt natürlich hier sehr viel familiären Zusammenhalt, aber die ganze Wahrheit ist das ja nicht, wenn ich das mal so hier sagen darf. Nein. Doch, das darf ich, das ist ja meine Sendung. Sie haben es gut. Ne? Ja. Marietta, in den Vorgesprächen, da haben Sie ja gesagt, dass Sie noch was, ja, da haben Sie eigentlich was ganz anderes über Ihren Mann erzählt. Das gehört jetzt nicht hierher. Doch, Freunde, gehört das hierher? Was? Das gehört. So. Genau. Marietta, jetzt erzählen Sie uns doch mal, was Sie von Hans-Huberts Ordnungssinn halten. Da gibt's gar nichts zu erzählen. Oh doch, und wie? Pass mal auf, hier, ich hab's mir aufgeschrieben. Ihre Frau hat uns erzählt, dass sie für ihren übertriebenen Ordnungswahn, dass sie den völlig für beknackt hält. So. Aber Herr Kaiser, als ich das gesagt habe, da habe ich noch gar nicht gewusst, dass wir einen tollen Supermal-Charakter mit seiner Mutter hat.
Unsere Familie, die hält zusammen. Also, ja, Frau Berger, jetzt können Sie endlich mal Position für Ihren Conny beziehen, nicht? Schließlich haben Sie auch 30 Jahre lang mit ihm zusammengelebt. Ja, ich meine, kann ja man das eigentlich so aus dem... Ruhig jetzt! Ich meine, Sie haben ja recht, aber das hätte ich auch sagen können. Ja. Der Konrad hat einen guten Charakter. Ihr Sohn, Ihr bisheriger Sohn, der war schon früher ein Lump. Hans Hubert, erzähl das doch mal damals vom Tonunterricht. Nein, bitte nicht. Doch. Also gut, ich wollte das Kletterseil hinaufklettern und ich bin nicht hochgekommen. Und da hat der Lump ihm einfach die Hosen runtergezogen. Oder damals sein Verhalten bei der gemeinsamen Geburtstagsfeier. Sie haben schon mal zusammen Geburtstag gefeiert? Ja, klar, passte super. Ich hatte kein Geld und Hubi keine Freunde, da haben wir zusammengeschmissen. Ich denke, Ihre Mutter zahlt immer alles. Die Zeiten sind vorbei. Nee, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ja. Ich war ja mit 17 schon Rockmusiker. Oh! Und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich auf der Party vom Kegelclub den Ententanz spiele. Ich hätte mich so gefreut. Und meinen Kegelschwestern hatte ich es doch schon angekündigt. Also mein Mann, der würde für seine Mutti alles tun. Nicht wahr, Hans Hubert? Ja, wie du willst, Marietta. Ey, ich stelle mich für sie sogar an die Käsetheke. Aber den Ententanz, da kriege ich einen Ausschlag. Das kann ich nicht. Nicht mal für Ihre Mutter? Niemals. Na, mal sehen, wie lange das niemals noch dauert. Nochmal zur Geburtstagsparty zurück, ja? Nur weil Sie für Ihre Mutter Rosemarie den Ententanz nicht gespielt haben, hat sie Ihnen das Geld für die Party gestrichen, richtig? Richtig, ja. Hm. Und meine Mutter... Ex-Mutter. ...hatte schon alles vorbereitet im Jugendamt. Ja. Eiersalat und Nudelsalat und Reissalat und Partyhütchen. Partyhütchen. Ja, und dann? Spaß muss ja auch mal sein. Ja. Und dann kamen Connys Freunde und haben Spielchen gespielt. Flaschen drehen. Ich glaube bis heute, dass falsch gespielt wurde. Und ich musste eine Haschisch-Zigarette rauchen. Gegen meinen ausdrücklichen Willen. Und zum Schluss hat man mich in die Regentonne gesteckt. Ohne Kleider. Ja, so ist er, mein Konrad. Und man muss die Feste feiern, wie sie fallen, sagen wir in unserer Familie. Danke. Sagen wir das? Und man kann es auch übertreiben mit der Ordnung. Das sage ich auch immer. Ja, ein Teufelskreis. Frau Berger, verstehe ich das richtig? Sie wünschen sich einerseits schon einen ordentlicheren Sohn, aber andererseits lieben Sie auch den kleinen Chaoten. Natürlich. Ja. Ich käme mir doch völlig überflüssig vor, wenn dieser Lausebengel plötzlich ordentlich würde. Mhm. Und außerdem, so ein Chaos, das ist ja auch immer der Grund für Fantasie. Ja. Geil, Mama. Chaos hält nämlich jung. Und die Welt verändert. Das haben bisher immer noch die Rebellen. Aber verwaltet haben sie gestandene Männer wie Hans Hubert. Der ist nämlich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Hm. Und jetzt, schwupps, helfen wir unserer lieben Mutti mit ihren Supermärkten. Ordnung zahlt sich nämlich aus. Hm? Ja, Hans Hubert, dass Sie ordentlich sein können, das kann ich mir vorstellen. Aber können Sie denn auch mal so fünfe gerade sein lassen? Wie meinen Sie das, fünfe gerade? Ja, fünf. Also ich meine mal so Chaos verbreiten. Also mein Mann, der kann sehr chaotisch sein, wenn er will. Hans Hubert, wir haben nämlich einen kleinen Test für Sie vorbereitet. Ich bin dafür, jeden Spaß zu haben. Aber Ordnung muss sein. Ja. Du machst das jetzt, wenn unsere Mutti das will. Ja, da können Sie mal zeigen, ob auch in Ihnen ein kleiner Chaot steckt, ja? Marco, da ist er! Ja! Oh, hallo Ordnung, Freunde. Hans Hubert, wir haben uns ein paar Akten aus Ihrem Amt besorgt, wenn Sie mal schauen wollen, ja? Das sind ja wirklich meine Akten. Wo sind die her? Fragen Sie lieber, was passiert damit? Machen Sie einfach Chaos. Nehmen Sie die Akten und werfen Sie das Zeug, ja, wie soll ich sagen, wild durcheinander. Niemals. Wirf! Du für Mutti. Hubi. Lass den Tiger aus dem Schrank. Ein Riesenapplaus für Hans Hubert!
Hans Hubert, ein Tiger ist geboren. Nun ja, wenn sich die Gelegenheit bietet, warum nicht? Aber die Akten müssen morgen wieder an meinem Arbeitsplatz liegen. Danke, Marco Mommsen. Ja. So. Tja, ja, ja, Conny, schlechte Karten, nicht? Hubert ist viel ordentlicher als Sie und er kann auch ordentlich Chaos verbreiten. Und er hatte noch eine ganz große Überraschung mitgebracht, Mutti. Herr Kaiser, wo bleibt ihr eigentlich? Ach ja, ach ja. Marco, kommst du noch mal? Ja, da ist er! Frau Berger, Marietta und Hubi haben sich lange überlegt, was man so einer netten Mutter wie Ihnen schenken kann. Und das wird sie umhauen. Aber vorher möchte dein Sohn noch ein Gedicht vortragen. Los, Hans Hubert. Na gut. Ein schöner Tag ist dir gegeben. Dein wahrer Sohn trat in dein Leben. Jetzt kommt die Zeit, um auszuruhen und endlich nur noch nichts zu tun. Hans Hubert. Liebe Mutti, damit deine letzten Tage noch so richtig behaglich werden, haben wir dir diesen Fernsehsessel mitgebracht. Ich habe schon einen Fernsehsessel. Kein Problem, dann kommt er eben zu uns. Ja, gut, wird das auch geklärt. Danke, Marco, danke. Ja. Ja. So. Conny, Sie sind so still geworden. Fällt Ihnen jetzt nichts mehr ein oder überwältigt Sie diese Güte? Güte? Güte. Also da muss schon eine Menge passieren, bevor ich mich so zum Affen mache. Hm. Und wenn Sie zu Hause ausziehen müssen, weil Hubert einzieht? Es findet sich überall ein warmes Plätzchen. Ja. Außerdem glaube ich nicht, dass meine Mama darauf reinfällt. Ne, Mamichen? Na, der tut jedenfalls etwas, um mir zu gefallen. Ich bin eben unangepasst. Du kannst mir trotzdem mal eine Freude machen. Was denn? Na ja, zum Beispiel mal was von Udo Jürgens vorspielen oder den Ententanz. Niemals. Conny, es ist kalt unter Kölns Brücken. Niemals. Und nass. Niemals. Nasskalt. Na gut, zu Hause, den Ententanz, aber nur kurz. Ja, doch, Freunde, diesen bewegenden Moment, den können wir uns nicht entgehen lassen. Marco, komm noch mal raus, bitte. Da ist er. Ey, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ja, genau, stimmt. Und 1, 2, 3, komm, 1, 2, 3. Ja. Darauf habe ich 20 Jahre gewartet. Danke, mein Junge. Hoffentlich hat mich jetzt keiner gesehen. Da bin ich doch bei allen unten durch. Bei den Kumpels und bei den Freundinnen. Conny, wenn es Sie beruhigt, also die Marion, Ihre Freundin, die hat Sie eben nicht am Fernsehschirm gesehen. Die ist nämlich hier bei uns im Studio. Liebe Talkfreunde, jetzt kommt Connys Teilzeitfreundin Marion Baritzke. Hi, ich bin die Marion und der Conny ist ein Vollflop. Du Scheiße, hat die das jetzt alles mitgehört? Seit der ersten Minute, ja. Ey, mit den anderen Mädels, das ist nicht so, wie du denkst. Die waschen nur. Du kannst Freundinnen haben, so viele du willst. Ich habe auch meine Lover. Was? Eine gute Beziehung hält es aus.
Aber was ich nicht aushalte, ist, dass sich der große Rebell auf einmal als Weichspüler entpuppt. Ey, wie meinst du denn das? Na, du erzählst doch immer von wegen, voll nicht unterkriegen lassen und so. Und dann machst du hier voll den Orgel-August. Marion, Conny wollte doch Frau Berger nur einen Gefallen tun. Genau. Und wenn sich meine Mami den Ententanz doch so sehr wünscht, dann... Ach du Scheiße. Conny, Jimi Hendrix hätte das genauso gemacht. Genauso. Meinen Sie? Ja. Ja, zumindest bin ich nicht so ein Spießfuzzi wie der Hubi. Bei dem sind wahrscheinlich sogar die Organe noch im Alphabet geordnet. Ach, und was ist mit deiner CD-Sammlung? Herr Kaiser, das können Sie sich nicht vorstellen. 2000 CDs im Regal. Boah. Wenn Sie da aber nur eine rausnehmen, ist aber die Kacke am Dampfen. Spieße. Ruhe, du Schabracke. Herr Kaiser, ja. Akribisch geordnet. Ja. Erst alphabetisch, dann nach Erscheinungsjahr und je nach Ständer. Heavy Metal, Black Metal, Trash Metal, Death Metal und Kuschelrock. Spießer! Junge, es gibt Sachen, die du in Ordnung hältst. Das sind ja völlig neue Töne. Apropos Töne, ich denke, du verdienst dein Geld als Komponist, hm? Erzählst du doch immer groß und breit. Ja, da war ich breit. Ich finde das voll nicht gut, dass ich hier erfahren muss, wie du dich von deiner Mutter aushalten lässt. Ex-Mutter. Meine Mutter glaubt wenigstens an mich. Herr Kaiser, was glauben Sie eigentlich, was der für einen Aufstand macht, wenn die Ulla seine Hemden nicht pünktlich vom Waschen bringt? Ja, weil ich da nichts mehr zum Anziehen habe. In einer Viererbeziehung sind halt die Aufgaben verteilt. Die Frau von dem Hans Hubi, die macht ihm doch auch die Wäsche. Hans Hubert macht mir die Wäsche. Waschlappen! Ja, so genug schmutzige Wäsche gewaschen jetzt. Frau Berger, haben Sie sich eigentlich schon entschieden, wen Sie jetzt in Zukunft als Ihren Sohn betrachten? Und wer vielleicht am Rande noch später mal das kleine Erbe? Also Hans Hubert natürlich. Blut ist dicker als Wasser. Na, bin ich mir irgendwie nicht mehr so ganz sicher. Rosemarie, als Entscheidungshilfe könnte es vielleicht nützlich sein, wenn Sie hören, was Huberts bisherige Mutter darüber sagt. Henriette Wegmann, Marco Mommsen hat sie für uns besucht. Also, ich habe den Hans Hubert bestimmt 3 Jahre nicht gesehen, aber vor kurzem war seine Frau da, der Drache. Und hat er Ihnen was mitgebracht? Nein, was abgeholt. Meinen vollautomatischen Fernsehsessel. Sehen Sie den Hubert denn bald? Ja. Dann fragen Sie ihn doch bitte, wann er mir den Sessel wiederbringt. Und das grüne Kissen, das brauche ich doch auch. Herr Kaiser, ja? In welche Kamera sollen die beiden gucken? Ach so, in die 3, bitte. Verpisst euch! Ja. Ja, das sind ganz schön harte Worte hier, ne? Aber Ordnung muss ja sein. Gut, das hätten wir jetzt auch geklärt. Und auch unser bekannter deutschsprachiger Showmaster kann jetzt wieder ruhig schlafen, denke ich. Halt. Also erstens habe ich das Buffet noch nicht gefunden. Ja. Und außerdem geht der Film noch weiter. Du musst den Rest auch noch zeigen, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, Talkfreunde, Sie haben es gehört, der Film geht noch weiter. 2 Männer und 2 Babys, Teil 2. Wir werden es erleben, denn Ordnung muss ja sein. Vor 30 Jahren wurden Conny und Hubert vertauscht. Aber ein bekannter deutschsprachiger Showmaster sagt, das sei noch nicht das Ende vom Lied. Lass dich überraschen. Ja, lassen wir uns überraschen.